Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns jetzt wieder mega coole Produkte vom Kreativfalter an und es ist eine richtig bunte Mischung dabei. Wir haben viel mit Katzen, weil gestern war der internationale Katzentag. Dann haben wir was zu Weihnachten, zu Halloween, zu Ton in Ton, zum Sommer und Kartenaufleger. Also es ist wirklich eine bunte Mischung dabei und heute kommt zusätzlich noch vom Kreativfalter ein neues Shop-Update online. Zwischen 20 und 21 Uhr kommt bei ihr dann das Shop-Update online, das YouTube-Video und danach gibt es dann die neuen Produkte bei ihr im Shop. Die Sachen, die ich euch heute zeige, sind aber natürlich auch unten verlinkt. Und dann würde ich sagen, geht's direkt los. Und wie ich ja schon gesagt habe, war gestern der Tag der Katze. Also habe ich hier das perfekte Set. Süße Mausi Katze, 20 Stück. Wir haben hier Texte und kleine Katzen. Ich zeige sie euch. Und auch hier ist das Hintergrundpapier wieder so, so schön. Schaut mal bitte, wie cool ist das denn? Also, wir haben 10-mal das Wort Schmusekatze und 10 Katzen-ATC-Standsteile. Beziehungsweise man kann sie natürlich auch für Karten und Alben benutzen. Und wir haben eine mit einer Tasse, Buch, noch einem Buch und so einem Becher mit Henkel, also auch einem Kaffee. Und hier haben wir dann die Katzen ohne irgendwas weiteres. 1, 2 davon tragen auch eine kleine Fliege. Finde ich, sieht doch sehr, sehr süß aus. Und wie gesagt, das ist das Set Süße Mausi Katze. Richtig cool. Dann machen wir noch einmal mit dem Thema Katzen weiter. Und zwar haben wir hier 9 Aufleger für quadratische Karten mit diesen tollen, süßen Mausis. Ist das nicht schön? Oh, hier geht da direkt das Herz auf. Hier sind so ganz leichte Linien, damit man weiß, wo man schneiden muss, damit es wirklich viereckig ist. Aber auch hier könnte man zum Beispiel einen runden Aufleger draus machen. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ich komme jetzt noch mal ein bisschen näher, dass ihr die tollen Grafiken auch gut sehen könnt. Und ich finde die wirklich herzallerliebst. Das ist so süß. Oh, herrlich. Aber keine Sorge, das war's dann jetzt erstmal zum Thema Katzen. Dann mache ich mit diesem Porträtbogen weiter. Vintage-Eule. Und vielleicht wisst ihr auch schon, was ich damit vorhabe. Es ist komplett in Braun gehalten. Und ich denke, mir wird noch was Cooles einfallen, was ich noch drumherum machen kann. Ich habe vielleicht auch Eyelets bald in Braun oder Animal Dots, die da ganz cool zupassen könnten. Und werde daraus auf jeden Fall eine Serie machen für den ATC-Tausch Ton in Ton. Ich finde, das passt da wirklich perfekt zu. Nach dem ATC-Tausch Ton in Ton wird das Thema ja Sommer sein. Und da gibt es auch ein perfektes Set. Geflügelter Sommer, 16 Stück. Ich zeige sie euch. So, die zeige ich euch erstmal. Wir haben hier noch Grüße für dich als kleine Textstanzen. Die sind komplett als Goodie zu betrachten. Und 16 geflügelte Sommer-ATC-Stanzteile haben wir. Also auch wieder mega cool. Ich zeige euch mal die ersten 3. Und ich bin schon verliebt mit diesem Kolibri. Der Libelle sieht so, so schön aus. Und hier seht ihr jetzt noch die anderen 13 Stück. Und wenn das nicht Sommer pur ist, dann weiß ich auch nicht. Finde ich richtig, richtig genial. Auch hier mit den Marienkäfern. Kann man aber natürlich auch toll für eine Glückwunschkarte nehmen. Ich bastel ja auch gerne mal kleinere Karten. Also wirklich ein richtig, richtig cooles Sommerset. Aber ich habe ja auch versprochen, dass es schon Sachen für Weihnachten gibt. Und das hier sind Kartenaufleger Christmas Rahmen 1. Hier sind Stanzteile drauf, die man ausschneiden könnte. Und dahinter verstecken sich dann die tollen Christmas Rahmen. Und die finde ich wirklich richtig, richtig schön. Silber und Rot ist einfach so eine edle Kombination, dass ich es liebe. Und hier dann einfach nur so ein großes Merry Christmas, frohe Weihnachten, frohes Fest. Und die Karte ist schon fast fertig. Ne? Noch ein bisschen Glitzer hier und da. Bei mir geht ja nichts ohne Glitzer. Ich finde, es sieht einfach nur wunderschön aus. Und man kann sich dann halt überlegen, ob man das Ganze noch ausstanzt, mit dem Rahmen aufklebt, wie auch immer.
aber ich bin wirklich verliebt in diese hübschen, hübschen Rahmen. Und die 1 lässt natürlich auch darauf hoffen, dass es davon noch mehr geben wird. Apropos Weihnachten, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die liebe Tina hat auch ATC-Bögen auf 12x12 Papier rausgebracht. Hier bekommt man 24 Mal den gleichen Hintergrund. Wofür 24 Mal? Wofür wohl? Die sind natürlich perfekt für ATC-Adventskalender. Ne? Und also, ja, den einen Hintergrund habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal gespoilert. Aber ich mache ja auch beim einen oder anderen mit. Ja, ich finde die wunderschön. Ich liebe das mit diesen Kugeln. Und wie gesagt, wenn man die einzeln jetzt noch beglitzert und beglazed, kann das, glaube ich, einfach nur wunderschön aussehen. Und das ist einer von diesen Bögen. Davon gibt es mehrere schon. Und ich finde die wirklich sehr, sehr cool. Und dann hat man halt wirklich 24 Stück, die man braucht. Und ja, sind die nicht toll? Dann kommen wir jetzt noch zu einem winterlichen ATC-Bogen, den ich liebe. Und ich zeige euch gleich, womit ich den wahrscheinlich kombinieren werde. Und zwar mit nichts Winterlichem. Das ist der ATC-Bogen Schneetreiben. Und ich finde, das mit diesem schwarzen Baum sieht so, so cool aus. Ne? Und jeder, der es noch nicht weiß, wenn ihr ATC-Bögen kauft, kauft ihr immer 9 Stück und bekommt eine umsonst. Weil sie halt weiß, dass viele beim ATC-Tausch 10 basteln. Quasi einen für den Organisator, einen für meinen selber und dann 8 zum Durchtauschen. Und ich finde diesen Hintergrund so, so schön. Muss ich euch nochmal schnell ohne Plastik zeigen. Hammer, oder? Und guckt mal, was ich hier noch geholt habe. Den Fledermausflug. Hier sind 10 Fledermäuse drin. Und wie ihr ja wisst, liebe ich Halloween. Also ich feiere kein Halloween und ich habe auch immer Angst, weil überall ja Spinnennetze sind und Riesenspinnen und naja. Aber ich liebe Halloween, weil die Sachen alle so mystisch und magisch sind. Und jetzt guckt mal bitte, wie toll diese Fledermaus vor diesem Baum passt. Ich würde die tatsächlich schwarz inken, dass das so richtig krasser Kontrast ist. Aber ich finde, das passt einfach mega gut. Man könnte sie auch so leicht hier so hinsetzen, als würde sie da auf dem Baum sitzen. Aber guckt mal bitte, ist das nicht genial? Also wie gesagt, noch mit Inken und auch hier das Blaue, das würde ich so richtig schön schwarz inken, dass die so richtig düster werden. Oh, ich liebe es! Und ja, das ist wahrscheinlich jetzt keine Kombi, an die ihr im ersten Moment gedacht hättet. Aber ich finde das richtig cool und wie gesagt, Halloween ist auch so ein, ne, ich mag das einfach. Weil alles, was so magisch ist, ist irgendwie total meine Welt. Und guckt euch mal den kleinen Schelm an. Der lächelt. Der grinst so richtig süß so. Hallo, ich bin friedlich. Ja, nein, also finde ich richtig, richtig cool. Und ich dachte, diese Mega-Kombination muss ich euch zeigen. Weil ist doch einfach der Knaller. Und wir haben noch einen kleinen Knaller. Das ist dann auch das letzte Produkt für heute. Und zwar diese Kartenaufleger. Kartenaufleger grün gerahmt. Ihr wisst schon mal, grün ist meine absolute Lieblingsfarbe. Und ich liebe ja Sachen, wo Rahmen sind, wo man einfach nur einen guten Spruch hinstempeln muss. Und dieses Set verbindet das beides einfach total. Ne, es gibt kein oben und unten. Man kann es auch seitlich machen. Natürlich nicht bei allen Designs. Aber guck doch mal. Und auch das hier. Das hat doch wieder was Mystisches, oder? Was schön Mystisches. Ich könnte mir das, also ich mache ja kein Journaling, aber ich stelle es mir ja immer cool vor. Und sowas in so eine Pocket, wo man dann was rausschreibt zum Rausziehen aus so einem magischen, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Guckt mal bitte, wie schön das ist. Die Farben, das leuchtet so richtig. Ich hoffe, die Kamera kann das gut einfangen. Oder ich meine, das ist doch ein Traum. Da denkt man doch direkt an Feen und Elfen, oder? Also ich zumindest. Hier haben wir dann mal was Ovales. Finde ich auch richtig, richtig schön. Oh, es ist einfach ein Traum. Nun hier diese ganzen kleinen Edelsteine, ne? Die werden natürlich alle beglitzert. Das muss alles glitzern. Anders geht das gar nicht. Hier haben wir mal nun ganz klein, aber viel farbintensiver. Und zu guter Letzt das hier. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Guck mal, wenn man mal irgendwie so eine
so einen Fantasy-Abend macht, weil man, weiß ich nicht, DSA oder so spielt, könnte man hier einfach nur so schön Einladung draufschreiben. Mega! Ja, das war noch ein Kartenset, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Und was mir gerade einfällt, es gibt doch eine Smaragd-Hochzeit, oder? Ein Smaragd-Hochzeitsfest gibt es bestimmt. Kann man natürlich auch mega nehmen für eine Smaragd-Hochzeit, wenn man da eine Karte bastelt. Also auch richtig, richtig schönes Set. Und aus diesem Kartenaufleger-Set basteln wir jetzt auch eine Karte zusammen. So, ihr Lieben, die Karte ist jetzt fertig. Ich hoffe, sie gefällt euch. Der Stempelspruch ist von Kreativdepot, das Kissen ist von Stampin' Up! Und meine Animal Dots sind auch von Kreativdepot. Und ich mag es tatsächlich sehr gern. Ihr seht auch, die hier glitzern alle, die großen Blumen. Und dann habe ich noch matte Animal Dots aufgeklebt. Und ja, jetzt sieht man das ganz gut. Der Hintergrund ist in der gleichen Farbe gewischt wie der Spruch in der Mitte gestempelt. Und ja, das ist dann einmal eine Geburtstagskarte von mir mit dem Kartenaufleger-Set grün gerahmt. Wie gesagt, ich finde die sehr, sehr edel und mag das total gerne. Und ja, ihr Lieben, da bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen als: Ich hoffe, es ist für euch auch was dabei und ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Und wie gesagt, heute Abend gibt es dann auch ein neues Shop-Update von der lieben Tina. Also ihr Lieben, bis dann. Tschüss.